Hallo ihr Lieben aus Santa Maria. Wir sind jetzt hier gerade im Ortskern von Santa Maria. Ja, guck mal, wie die Sonne noch scheint. Und ihr seht hier im Hintergrund, im Hintergrund hinter der Pharmacia. Ich verlasse mal kurz meine Frau allein hier. Hier hinten seht ihr die Kirche von Santa Maria. Ja. Wir haben jetzt heute keinen Gimbal dabei, wir gehen nämlich heute fein essen. In ein Restaurant, da gibt es dann bestimmt auch wieder ein Video davon. Da gehen wir natürlich nicht mit Gimbal hin und mit Theater und Pipapo, weil wir wollen uns beim Film so arg auffallen, die Leute stören. Also seid gespannt, was euch gleich hier im Video erwartet. So, in Santa Maria einmal links abgebogen. Das seht ihr schon hier oben. Boah, ist die Sonne noch hell. Guck mal hier oben. Zoom mal kurz ran. Da steht eine weiße Ziege auf dem Dach. Das Restaurant heißt Restaurant Cabra Blanca. Cabra, die Ziege, weiß, also die weiße Ziege. Ja, und hier treffen wir uns jetzt gleich noch mit vier Freunden. Und dann gehen wir hier schön lecker essen. Guck mal, eine kleine Bank extra für mich. Kleine Bank extra für dich, extra für uns zum Warten, bis die anderen da sind. Ja, genau. Ja. Guckt mal hier. Und hier habt ihr auch schon die Öffnungszeit. Ja, und Sandra hat sich schon mal hier ihr kleines Bänkchen genommen. Oh, der Wind weht von der falschen Ecke. Ja. Ich muss von der anderen Seite herkommen. Moment, hier rum. Oh, dann ist besser. Und jetzt warten wir, bis die anderen kommen. Genau, richtig. Zur Einstimmung habe ich euch schon mal ein paar Fotos gemacht von der Karte. Da seht ihr Tataki, Depechuga, Queso de Cabra, es gibt Carpaccio, Spaghetti mit Trüffel und Parmesan, also wirklich sehr, sehr lecker. Und einfach mal ein kleiner Blick auf die Karte, dass ihr auch jetzt schon mal seht, was uns heute so erwartet hat. Wir liegen hier haben wir dann den Eingang und hier gehen wir die Treppen hoch. Und ja, hier oben ist eine Terrasse. Und da sitzen schon alle. Und da steht dann oben die Cabra Blanca, die weiße Ziege. Salut, Schatzi. Salut. Oh, jetzt war es kurz unscharf. Was? Wenn ich das ja davor mache, bist du kurz unscharf. Salut. Nochmal. Oh, kann man sogar auswählen. Guck mal hier. Oh, schönes, verschiedenes Brot. Das aber ganz schöne Geschichte. Toll. Vorher wurde einem dann schönes, frisches, verschiedenes, hausgemachtes Brot angereicht und es gab einen wirklich leckeren Gruß aus der Küche vorneweg. Hier haben wir die offene Küche und wer möchte, kann auch bei der Zubereitung zuschauen. Also wirklich offene Küche. Sehr schön, ist natürlich ganz wichtig. Es gibt auch hier Kaprarok, mallorquinischen Gin. Ich hatte einen schönen Burrata mit verschiedenen Feigen, Rumfeigen, getrocknetten Feigen, Vitello Tonnato hatte Sandra. Dann gab es ein Carpaccio der Tomate mit Burrata und Mandarine. Hier ist dann nochmal meine Burrata mit Feigen, Sandras Vitello Tonnato. Hinten gibt es dann nochmal schön Ente. 5 Garnelen auf Mango mit Kokosreis. Sandra hat einen leckeren gebratenen Feta-Käse, ein Pfirsichpolenta mit Vanille-Tomaten-Chutney und ein Filet vom Bio-Rind mit Café de Paris-Butter und Spargel. Hier nochmal die Gambas auf dem Schaum und meine Trüffel-Pasta. Also es war wirklich sehr, sehr lecker und jetzt habe ich ein paar schöne Eindrücke bekommen mit Bildern vom Restaurant. So, jetzt sind wir gesättigt aus dem Cabra Blanca raus. Cabra Blanca. Cabra Blanca raus. Ja. Und ja,
Also war richtig gut, kannst oder? Du wirklich in einem Satz sagen, absolute Empfehlung. Ja. Klein, fein, wirklich Sterneküche, aber die Portionen sind groß. Du bist satt, richtig satt, tolle Gläser, toller Service, gut eingerichtet, tolles Geschirr. Wirklich empfehlenswert. Wir hatten jetzt mit allem alles gemischt gegessen. Wir hatten irgendwie Pasta mit Trüffel und Parmesan. Wir hatten Vitello Tonato. Wir hatten eine Ziegenkäse, Burrata. Also war wirklich Ente. Alles. Wir haben wirklich fast die Karte einmal querbeet mit unseren Freunden. Und jeder hat gesagt, exzellente. Also wirklich absolute tolle Empfehlung. Ja. Für uns natürlich ganz klasse, weil wir wohnen ja hier. Und das Schöne ist, glaube ich, einfach, man geht wirklich nicht hungrig aus dem Laden. Es sind große Portionen. Es hat seinen Preis, muss man sagen. Ja, es ist aber seinen Preis wert. Ja. Und die Portionen sind gut. Und wir werden sicherlich nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Wir können es also nur empfehlen. Capra Blanca in Santa Maria. Klein, fein, ist auf jeden Fall richtig gut. Nett. Toller Tipp von einer Kundin von uns. Genau. Und danke für das Geburtstagsgeschenk, Schatzi. Ja, gerne. Und an alle, die uns noch nicht folgen. Folgt uns. Klicken. Dankeschön. Klicken. Macht's gut. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios. Macht's gut.